Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Was ein Intro. Hallo und herzlich willkommen, liebe Schnittchen, zu Dark Souls 2. Du meinst Rage Simulator 2. Ja, das stimmt. Das könnte natürlich sein. Wieder mit dabei ist natürlich Peter. Hallo. Und Peter spielt auch diesmal. Ich habe das Pad in der Hand. Und ich will es diesmal durchziehen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Wieso wird eigentlich mein Gesicht erkannt und deins nicht? Oh, es geht noch weiter. Ja. What the fuck? Ich habe übrigens gerade beim Intro schon wieder nichts verstanden, typischerweise. Ich glaube, wir sind verflucht. Wir sind verflucht. Verflucht. Der Fluch. Sind nur noch eine Hülle ohne Seele. Also das heißt, wir sind schon gestorben? Scheinbar. Das. Hä? Woo! Wir sind gerade bei dazwischen.
Zwischen den Welten wahrscheinlich, zwischen tot und lebendig. Wir haben wieder nur die Hälfte an HP, das heißt, wir sind gerade hollow. Das heißt, wir haben noch gar keinen Charakter erstellt, oder? Das stimmt, wir haben auch noch keine Klasse gewählt und all so ein Kram. Wir haben bisher eigentlich nur die Helligkeit vom Spiel eingestellt. Dann ist das jetzt wohl hier gerade eine Art Prickwall. Und ich werde einfach mal gehen. Und ich erwarte einfach nur auf den ersten Tod. Genau. Weil wir haben... Okay. Ich drücke hier gerade mal einfach Tasten. Also R2 war starker Angriff, wenn mich nicht alles täuscht. Ich höre einen laufen. Ich höre halt irgendwo laufen. Ohne Spaß. Da. Ja, da ich hab's gesehen. Gras. Da geht's schon los. Also mit R2 konntest du, wenn er mit R3... Da auch! Kannst du was anvisieren. Ich seh dich mal, Fucker! Leroy! Oh, verdammt. Aim! Spacko. Ey, da liegt eine Send... Nee, Moment, das ist nur ein Stock. Ah, verpiss dich! Fängt schon gut an. Die weichen mir hammer krass aus und so. Ja, das sind doch nur so... Ich glaube, die greifen mich auch gar nicht an. Wobei, das sah gerade so... Das sieht aus wie... Weiß ich nicht, sind das Ratten oder Affen? Rattenaffen? Ich verpiss mich! Peter hat schon Angst. Da ist was. Da leuchtet was. Mach mal geil. Mach mal geil. Ich hab direkt hier was Geiles gefunden. Eine rostige Münze. Jetzt geht es los. Ich habe gar nicht gelesen, was der Ring da am Anfang macht. Dark Souls durch. Wir haben die rostige Münze. Nee, ich glaube, das ist hier einfach nur... Alter, verpisst euch alle. Ohne Spaß, ey. Ja, komm. Na, ich gehe noch nach links. Moment, konnte man nicht irgendwie auch sprinten? Ja. Na, wobei hier ist, glaube ich, dicht. Ja, komm. Wie konnte man denn nochmal sprinten? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Pad nicht in der Hand. Ich glaube, die machen gerade, die machen eh nichts mit mir. Also ist alles cool. Also sprinten ist dann halt die Springtaste. Hä? Da drückt man nur Kreis. Ah, genau. Verstehe. So. Nee, da sollte sie nicht runterspringen. Guck mal gucken, wie lange wir den ersten Tod hinauszögern können. Da ist schon wieder ein Item. Oh, Leute, Tatsache. Warte. Machen wir. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir das erste Mal sterben. Moment, wo war das Item? Da unten. Moment. Oh, nice. Ich dachte, man muss jetzt da runterspringen. Kleiner, glatter, seidiger Stein. Was? Wir sind wieder Steinesammler. Wir sind Geologen. Und... Dann können wir jetzt damit bitte die Bäume kaputt hauen und Holz sammeln. Falsches Spiel. Warte mal. Ah, ne. Da kommt man, sowas kann man gar nicht besteigen, wa? Ne, wir sind ja auch irgendwie, wir sind wahrscheinlich viel zu schwach. Ja, warte, dann gehe ich mal hier rein. Das sieht sehr einladend aus. Klopfen wir doch mal. Was? Seems to be the ruckus. Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear. Didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Also sind wir noch kein Hollow. Hollows prey upon men. Feast upon their souls. This is the fate of the curse. What is your name? Oh, die Charaktererstellung wird ins Spiel eingebunden. Hammer, krasse Scheiße. Wie lautet euer Name? Moment, kann ich den jetzt eintippen? Achso, Moment. Mit dem tollen PlayStation, wir heißen... Ja, Moment. Was? Wir heißen... Heißen wir nicht Pizmeat? Oh, verdammt, ich habe hier alles ganz falsch gemacht. Verdammt! Wieso ist denn das jetzt ein kleines C, Bitches? Ich will ein großes C. So, genau. So. Jetzt kannst du umschalten, genau. Ja. Wir heißen... Cripple? Pete. Ach, Creepy Pete. Klingt ein bisschen wie Creepy Pete.
Creepypasta. Ja, wir sind uns unseres Namens sicher. Ja. At least you know your own name. Here's your reward. Oh ja, Mann! It's a human effigy. Naja. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Oh, die Klasse. Oh! Back deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Boah, das Spiel lässt sich Zeit mit allem. Ja, nochmal kurz zur Information, weil das Spiel sich Zeit lässt mit allem, werden wir auch langweilige Situationen rausschneiden. Genau, wir werden das ein bisschen anders machen als letztes Mal. Also wenn wir jetzt zum 50.000. Mal irgendwo hinrennen und das einfach nur noch öde ist, dann schneiden wir das raus. Ja. Allerdings, alle Highlights bleiben natürlich drin. Bosskämpfe und Ziggy. Und wenn wir sauer sind. Fails und genau, und Rages. Okay, vordefinierte Klasse. Den Krieger. Sehr stark und geschickt. Ritter, halt wieder Schwertkämpfer. Jetzt geht es halt wieder los. Was machen wir? Zauberer oder Bettler? Wir sind kein Bettler. Nein. Weißt du, der hat keine Skills. Null. Ja, genau. Das ist jetzt schon wieder so eine Grundsatzdiskussion, wo wir uns eine halbe Stunde drüber unterhalten könnten. Nimm einfach Krieger oder Schwertkämpfer, ist mir egal. Okay, ich nehme Schwertkämpfer. Das ist bestimmt voll schwierig. Weil, wenn wir später ein Schild mit dem haben möchten, können wir den ja immer noch so skillen, dass man den Schild tragen kann. Okay, wir können Geschenk auswählen. Okay, was haben wir denn da? Wir können nichts auswählen. Warum sollte man nichts auswählen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Erhöht die TP leicht. Ein vertraut wirkendes Abbild lässt Höhlen wieder leben. Oh, da kommen wir von Hollow zu... Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass man sowas nur einmal hat. Na, wahrscheinlich. Heilstoffe. Oh. Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Drang Lake bereist. Also quasi ein paar Anfangsgegenstände. Lässt euch zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren. Ja, die gab's ja im letzten Teil schon. Ja. Ein Samen des Riesenbaums. Nicht essbar. Oh Gott. Oh, ist das, ja, wieder so ein Gegenstand, den man mal braucht, um den irgendwo um was anderes einzutauschen oder so. Wirft dies in ein Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden in eurer Nähe zu hören. Ja, klingt auch total. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Versteinertes Etwas, ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Ich bin für den Steinklumpen. Dark Souls. Ich bin für den Steinklumpen. Nee, also, keine Ahnung, vielleicht sollten wir am Anfang mit unserem Skill vielleicht die... Nein, wir schaffen das. Okay. Moment. Was hast du jetzt genommen? Ich hab den Steinklumpen genommen. Der ist bestimmt irgendwann hilfreich. Oder das Spiel trollt uns jetzt schon. Das ist wahrscheinlich benutzt Steinklumpen. Niemals. Ja, der gute alte Stein. Der gute, ja, genau. So sieht er nicht aus. Ja, das ist unser wahres Ich, deine Mutter. Moment, könnten wir jetzt nicht noch Körper und Geist und so machen? Ah? Ne. Da stand doch noch so Körper und... Okay. Das hättest du noch mal. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Ich glaube, die halten uns für unfähig. Trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. Ja, das werden wir versuchen. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Das ist nicht genug. And over again. Das finden die lustig. Das sind voll die komischen Bitches. Aber storytechnisch sind wir so weit, dass wir verflucht sind, also untot, da in dieser Zwischenwelt sind und, jawohl, meine erste Trophäe, und nicht hollow werden wollen. Und jetzt müssen wir dagegen dann was unternehmen. Ja. Oder? Lieber... Oh ne, das geht gar nicht. Wie benutzt du denn das zweite Schwert? Links LR.
Ja, okay, alles klar. Wenn man die Truhe fest jetzt. Oh, Moment, genau. Boah, diese scheiß Mimik-Throne. Oh ja. Wie oft die uns gefickt haben im ersten Teil. Wieso noch Menschenbild. Das macht uns ja dann von Hollow weg. Aber wir sind gerade ja noch keine Hollow. Guck mal in den Ausrüstungsbildschirm. Okay. Was haben wir denn alles so? Oh, das hat sich. Wir haben ein Skimitar und ein Kurzschwert. Okay. Wir haben Wanderer-Klamottos. Ja. Und 10 Lebenssteine. Guck mal, Hilfe. Manni? Gesamtstärke der Attribute zum. Nein, Lebenssteine. Hä? Nee, du bist da rechts. Oh fuck, da will ich hier gar nicht hin. Ja, aber guck mal, hier komme ich. Ich komme nicht hin. Achso, das ist nur dafür, okay. Was für eine Scheiße. Schalten bestätigen. Ja, da müssen wir wohl, ja, weiß ich auch nicht. Inventar, Menschenbild, kehrt Hüllenwendung um. Dem stellt ein wenig TP wieder her. Okay, verstehe. Moment, das haben wir auch irgendwo zugewiesen, glaube ich. Ja. Ah, kleiner Stein aus kristallisierten Seelen. Ja, ja. Hoch. Stellt nach und nach die TP wieder her. Oh, das ist nicht gut. Das ist ja witzig. Stärkt vorübergehend Glück die rüstige Münze. Schickt andere in ihre Welt zurück und euch in eure. Ja, das brauchen wir momentan noch nicht. Die Server funktionieren noch nicht. Ja, stimmt. Wir sind ein bisschen früh dran. Und das brauchen wir auch noch nicht. Stellt Verbindung zu einer Welt näher. Ein glatter und seidiger Stein. Okay, und dann der andere Stein. Wir haben nur Steine mit. Moment. Der glatte und seidige Stein wird zur geringen TP-Wiederherstellung verwendet. Oh. Aha. Oh fuck. Mal gucken, ob wir uns hier noch Informationen holen. Okay, können wir. Angenehm nicht zu berühren. Ja, aber geil. Das war auch angenehm zu berühren ist. Oh ja. Alles klar. Was haben wir denn hier? Wir haben importierte Hosen. Wo haben wir die denn her importiert? Das ist China oder was? Ja, gut, dass wir die nicht anhaben. Ja, die sind viel schlechter. So. Lass mich mal kurz gucken. Ja, die Lebenssteine haben wir nämlich unten auch schon aufs Steuerkreuz gelegt, deswegen ist alles safe. Und damit können wir dann ja TP wiederherstellen im Falle seines Falles, aber ich werde niemals getroffen werden. Ja, komm mit euch, Otzen, rede ich jetzt nochmal kurz. Ihr müsst aufbrechen. Okay, alles klar. Hä? Da geht's raus, oder? Then you may return here. Ohne Ladezeiten. Bis jetzt. Jetzt kannst du zurückgehen und die Viecher, die. Ah, ne, Moment, kannst du nicht, du bist da runter. Die sind immer krass ausgewichen, die Typis. Okay, hier ist nichts mehr. Jetzt geht er nämlich los. Also, Erwartungen an Dark Souls 2 habe ich eigentlich. Das soll jetzt nicht negativ sein, aber ich habe da eigentlich keine dran. Es soll ja steuerungstechnisch. Hoppala. Da haben wir ja genug von. Braucht man doch nicht so oft, Peter. War das hier jetzt schönes gedrückt? Wahrscheinlich Viereck? Ja, ja. Ah, guck mal, hier ist noch ein Weg, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh ja, super, geh mal hinterher. Ich versuche mal den Löchern auszuweichen, ne? Achso, das sind Fußstapfen, meinst du, von irgendwas Großem. Das sieht aus wie von einem Bär oder so. Okay, jetzt. Ich hoffe nur, dass die Frame. Da liegt, da steht es! Was? Oh lol. Ja, anvisieren und gib ihm, Peter. Meinst du wirklich, ich kann einfach dran vorbeilaufen? Wenn ich das jetzt schlage, werde ich sterben. Aber weißt du was? Das ist mir scheißegal. Ja, denk dran, dass du von hinten diesen. Dass du dem das Schwert in den Arsch schieben kannst. Oh, ist das immer noch so? Na! Dann hättest du. Da ausweichen! Da! Ich glaub, der hätte dir den Kopf abgebissen. Wir haben die Regel: Wenn man stirbt, ist der Nächste dran. Das heißt, ich übergebe das Pad jetzt durch die Kamera an Christian. Jawohl, willkommen bei der Jawohl. Erst jetzt spielen wir richtig. Ah ja, genau. Aber jetzt sind wir nämlich einmal gestorben, jetzt sind wir. Alter, wenn du dich einmal erwischt, dann bist du aber auch direkt tot. Ja, das stimmt. Willst du den jetzt nochmal versuchen? Ja, sicher. Ja, ist klar. Okay, die Ladezeiten sind schon mal sehr lange, die werden wahrscheinlich schon mal teilweise geschnitten. Aber wir sind jetzt hier. Noch ein bisschen nach der Steuerung gucken. Das war der harte Schlag. Das war der harte Schlag. Also die Dinger hier hinten sind alle Schläge. Was war denn noch? Achso, da wechselst du normalerweise. Ja genau, da nimmst du die Zweihand auf Dreieck. Ah ja, genau.
Aber ich glaube nicht, dass das der Sinn ist. Ne, wahrscheinlich nicht. Jetzt kannst du aber mal versuchen, die komischen Hunde oder was auch immer war zu killen. Ach stimmt, wir sind wieder ganz am Anfang, wa? Ja gut, aber der Weg war jetzt nicht so unfassbar weit. Nice! Oh, jetzt werden die alle sauer. Was haben wir denn da? Bluten wir jetzt? Alter! Was? Das sind viel zu viele. Ach, das kriegst du schon hin, Christian. Also machst du auch keinen Damage, wenn du die ganze Zeit nur ausweichst. Ja, und nicht drin. Na, guck mal, hast direkt einen weggesnackt. Hast du jetzt echt, ja. Hast du jetzt echt ein Schwert auf? Ja, damit ich, wenn ich aus... Moment. Irgendwie mit zwei... Die sind viel zu flink dafür, dass ich halt zweimal zuschlagen kann. Ich verstehe deine Argumentation. Alter! Oh oh. Oh oh. Moin. Okay, da macht er ihn immer so nervös! Oder bin ich down? Noch nicht. Lulu, ich liebe Äpfel mehr als du, ich muss hier weg. So, jetzt können wir zumindest mal so ein Ding benutzen. Ja, hab ich auch schon. Puh. Ja, mal gucken, wie viel gibt denn das? Ja, also ich dachte schon. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, weißt du, das gibt irgendwie so ein Stück. Ja, genau. Also fast die Größe von Hallis Penis. Aber so halt zweimal zuzuschlagen, dauert bei so vielen Viechern viel zu lange. Ja, das stimmt. Wieso nimmst du denn auch nicht einhand eine Waffe? Weil wir noch kein Schild haben, können die zweite eh noch nicht belegen. Was ist das denn hier? Ist der Baum genau dazwischen gefallen? Wo sind die Viecher denn jetzt alle hin? Ich meine, einen haben wir getötet. Dafür ganzen. Ich glaube. Nee, oder nee, zwei. Du hast drei getötet, glaube ich sogar. Da ist er ja. Ist er jetzt noch sauer auf uns? Okay, das ging ganz gut. Na, guck mal. Was sind denn das für Viecher überhaupt? Weiß ich nicht. Rattenaffen. Affenratten. Ja. Hinter dir. Habe ich gerade aber zumindest gehört, ohne Spaß. Ja, stimmt, vielleicht können wir ein bisschen am Gehör gehen. Da. Links irgendwo. Ja, genau. Leute, wieso hat der denn daneben gehauen? Und schon wieder? Oh. Stimmt, du konntest hier die Leichen nicht durchsuchen, weil die würden die Items dann direkt genau, fallen lassen. Die lassen die direkt droppen, dann blinkt das. Ja, das hat gegen die kleinen Viecher super funktioniert. Lass mal den großen angehen. Alles klar. Dann musst du aber nicht darum. Wo ging da noch ich hätte rum? Geguckt, ob hier vielleicht noch Viecher sind. Da! Sind keine Viecher, aber das ist der Weg. Tja. Ich brauche jetzt eigentlich keinen Heilstein mehr. Nicht über die Brücke. Hier rechts. Ach ja. Ah ja. Da hattest du den. Wir haben auch. Es gibt keine Tipps wie bei Dark Souls 1, ne? Da gab es ja irgendwie so die Steuerung, so von wegen hier R1 schlagen und. Gibt es gar nicht. Ich sehe auch keine Nachrichten auf dem Boden. So hat die ja letztes Mal gelöst. Denn. Oh, das sind unsere wir hatten Seelen. Nicht vorhandenen Seelen. Nee, das ist einfach nur unser. Woo! Wow! Leute! Ich glaube, das wäre unser Punkt gewesen, wo wir hätten angreifen müssen und nicht einen Lebensstein nehmen. Ja, Peter, du bist dran. Hat ja lange gedauert. Das Schöne ist, am Anfang lacht man nur noch drüber, weißt du, so, wir sind gestorben. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du dir denkst, fick dich. Okay, hässliches Kackvieh. Du kannst dem auch dein Schwertchen doch nicht in den Hintern schieben. Also der dreht sich halt um. Versuche ihn erstmal wieder zu umgehen. So. Und jetzt? Verloren ist gut. Jetzt. Hallo. Weg, weg. Lol, ich bin direkt weggesprungen. Böse. Okay, also die Taktik scheint zu sein, so lange auszuweichen, bis er sich so auf die Schnauze legt.
Oh, das ist eine sehr gute Kameraperspektive. Oh! Und direkt wieder weg. Oh. Ey, das kann nicht sein. Ja, tut mir leid, die Zeit muss ich jetzt aber gerade leider für den Lebensstein benutzen. Okay, Freund der Sonne, komm. Sehr gut. Leute. Oder. Nee! Das kann nicht sein! Body Slam. Oh oh. Boah, da dachte ich gerade, ich könnte. Hat er gerade versucht, dich zu greifen? Hat er. Er wollte wieder meine. Oh oh, ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Ja, Vorsicht! Boah. Da muss man gut timen, so. LOL! BITCH! Gib ihm ein... Ja! Jetzt macht er einen Abgang. Du kannst auch R1 und dann L1, dann macht er diesen... Oh, oh, das funktioniert gerade voll gut. Ja, Feuerfeder! Und unser ersten Gegenstand, Steinring! Hammer geil. Direkt anziehen. Keine Ahnung, was du machst. Gesten ist falsch. Nee, Gesten brauchen wir nicht. Oh, warte. Wie geht das hier überhaupt? Ringe sind hier, ne? So. Ja. Wann haben wir denn? Zusätzliche Verringerung der Gegner. Der gegnerischen Balance? Ah, dann fallen die schon um. Das ist voll gut, glaube ich. Infoanzeigen. Dies ist der geliebte Ring des edlen Lothian ohne Schild. Ehemals aus Vorossa. Treffer verringern die Balance des Gegners immens. Der Effekt scheint unbedeutend zu sein, doch diejenigen, die verstehen, wie wichtig es ist, Lücken in der Verteidigung des Gegners zu nutzen, wird den Wert dieses Rings schnell bewusst. Sehr gut. Wie ablegen. Hä? Aber ich mach das gerade irgendwie falsch, habe ich das Gefühl. Ich muss den Ring irgendwo hier anlegen, wa? Da. So. Aber der hat doch hier auch so eine Höhle bewacht, oder? Ja. Ja, toll. Nee, scheinbar nicht. Scheinbar dann nur... Wir haben für den hässlichen Stein... Ja, wobei der Steinring ist... Der Steinring, genau. Super toll. Du bist noch im Menü, ne? Denk da dran. Oh, fuck, hast recht. Boah, Junge, ey. Gut, dass du sagst, hättest mich jetzt voll ins Messer. Das haben wir uns nämlich letztes Mal auch ein paar Mal natzen lassen. Ich bin vorsichtig! Warte. Meinst du, du darfst nicht ins Wasser, oder was? Ich darf ins Wasser. Ja. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass da rechts wieder ein alternativer Weg ist. Gehen wir doch mal den alternativen Weg! Wobei das bei Dark Souls immer so eine Frage ist, ob das so eine gute Idee ist. Oder? Ja. Wir lassen das sein! Wobei... Nein, wir lassen das sein. Wir haben schon 1000 Seelen. Ja, echt, Mann. Können wir uns einfach nicht leisten. Müssen wir... Ist halt die Frage... What the fuck? Ach cool, da ist das. Ja, alles klar. Ja, und geil. Jetzt bin ich wieder zurück, oder was? Ja, bis einmal. Du kannst... Was heißt denn das Zeichen? Ach so, das ist, was der Ringeffekt macht. Ah ja, okay. Also gehe ich jetzt nochmal zu die Ollen, Alten. Oder? Aber 1000 Seelen, da müssten wir eigentlich schon ein paar Statuspunkte erhöhen können, oder? Oder zumindest einen. Ja, aber hier ist gar kein Leuchtfeuer, oder? Oder ist das hier eins? Ja. Nein. Ach, das ey, Oma! Feuer, genau. Ja, da lachst du. Ja, mit dir habe ich schon gesprochen. Alte Schabracke. Und durch die Tür, da kannst du nicht? Achso, die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ja, warte mal, bis sie aufgehört hat mit ihrem hämischen Gelächter. Ja, warte, ich rede nochmal mit dir. Now, go along, go along. Boah, ich würde die echt gern killen, ohne Spaß, die kleinen Huren. So, hast du noch was zu sagen? My name is Millibeth. The old women were once firekeepers. Sagt uns das was? I am here to look after them. Das heißt, wenn wir dich töten, sterben die. And her mother before her. And so on. Also ist hier eine Krankenschwester. Quasi. Ja, kannst du das kaputt hauen? Das sieht irgendwie aus wie so eine Truhe. Achso, du meinst das hier unten. Sieht irgendwie nicht so aus. Boah, ich hätte dem alten Riesen da mit den harten Schlägen eingeben sollen, wäre vielleicht besser gewesen, wobei die hätten vielleicht zu lange gedauert. Ist auch die Tür kann ich auch öffnen. Siehst du, das geht halt nur nicht, während da noch Dialog steht. Da ist ein Feuer!